Wo's war's denn ich? Sind wir schon drauf, oder was? Ja, wir sind schon drauf. Ich glaube, wir sind schon drauf. Okay. Ein Hocker vom Pfeiferl. Und dann bist du eppert. Dieter Berger sitzt und na, was soll denn noch schief gehen? Didi, servus. Traum, Martin Roy, Otto Leirer, Bernd Janicek, Sabine Havel, Harald Rust, Andreas Mosbacher, der Aluano, Patrick Auer, Bernard Hosmoto, ein Wahnsinn, Walter Schörkuber, Andreas Mosbacher, alles Vize und Gonas ist relativ. Na, schau. Schau, eigentlich alles fit. Das muss man so sagen. Ich meine, so, es war ein mörderisches Rennen. Ich habe es leider nicht live gesehen. Also ich war sowieso nicht im Mugello, aber ich habe es auch nicht live im Fernsehen gesehen, sondern ich habe es müssen jetzt am Abend anschauen, weil ich nämlich ein Pilat-Turnier gehabt habe. Ein Pilat-Turnier und das erwähne ich nur der Vollständigkeit halber mit der Mannschaft. Augarten 2 haben wir es geschafft, haben wir die Qualifikation geschafft. Wir sind nächstes Jahr in der obersten Spielklasse von Österreich. In der spielen wir dann die Pentathlon mit. Augarten 2 war göttlich. Das hat mir natürlich schon einen großen Spaß gemacht und da habe ich natürlich nicht MotoGP schauen können, weil da habe ich selber am Pilatisch unglaublich schlecht gespürt. Ja, und dann habe ich mich aber schon echt gefreut auf das Rennen. Und wenn ich gewusst hätte, was mich da für ein Rennen erwartet, hätte ich mich noch stärker gefreut, weil das war ja, bis das war ein Traum. Das war wirklich ein Traum, das Mugello-Rennen. Ich meine, für wen es kein Traum war, war Yamaha. Yamaha, das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist heuer wieder bitter. Vielleicht ist es sogar bitterer als letztes Jahr. Ich kann es gar nicht ganz genau sagen, aber auf alle Fälle ist es bitter. Und ich habe dann nur gesehen, weil ich habe gestern ein Pilat-Turnier gehabt. Das heißt, ich habe auch diese Trainings diesmal nicht so mitverfolgen können und habe dann nur gesehen, dass am zweiten Startplatz der Quartararo mit der Kunden Yamaha war und der Morbidelli war Vierter in der Startaufstellung, auch mit der Kunden Yamaha. Und der Vinales, glaube ich, war Siebter und der Rossi ist wieder irgendwo gestartet. Also, da haben wir gedacht, no, hört das heuer auch nicht auf, weil ich meine, dass die Kunden Yamahas, die fahren ja diese Motorradeln, die es letztes Jahr gefahren sind, da haben sie ja, hat sie geheißen, die kennen nichts. Das ist eine Fehlentwicklung. Du. Und jetzt sind die da vorne gestanden, haben wir gedacht, na, habe Tiere. Das ist irgendwie schon. Und ich meine, Mugello ist ja schon immer das große Rennen für einen Rossi, da gönne ich ihm immer besonders viel. Nur, das können wir jetzt gleich abhaken, na, das war nicht sein Rennen. Das war eigentlich ja, das war grausam. Ich meine, das muss man sich nämlich auch vorstellen. Ich habe, nachdem ich es auf MotoGP.com nachgeschaut habe, habe ich vor dem Starten ein Interview gehört mit dem Karel Abraham. Und dieser Karel Abraham, ich weiß nicht, der fährt jetzt, glaube ich, seit 10 Jahren dort in dieser MotoGP. Und ich meine, der fährt halt immer hinten. Der fährt immer hinten. Ganz egal, was er für ein Reiben hat, er fährt immer hinten. Das ist eher mal so, da fährt er schon länger wie 10 Jahre, ich weiß es nicht. Da muss er auf alle Fälle einen mächtigen Geldgeber haben. Und ja, er ist halt nie vorne dabei. Und den haben sie interviewt, weil er den 16. Startplatz gehabt hat und hinter ihm der 17., der Lorenzo mit der Repsol Honda und der 18., der Rossi mit der Werks Yamaha. Und da hat er gesagt, der Karel Abraham, ja, das findet er eh großartig, dass er vor diese beiden Namen steht. Er muss allerdings aufpassen, dass er dann im Rennen auch vor diesen beiden großen Namen bleibt. Und so viel ich weiß,
hat der Abraham eingeworfen, aber der Lorenzo zum Beispiel, der ist ein katastrophales Rennen gefahren und der Rossi hat selber eingeworfen. Also, das war es irgendwie nicht. Und der Martin Blaumann, manchmal frage ich mich, was du da in der Pfeife hast. Du seit Neuestem ist das nur mehr, das ist überhaupt, das ist ein Wahnsinn. Schau dir das an. Das ist ja, da habe ich einen Akku drinnen. Das habe ich jetzt angefangen. Vor 10 Tagen. Jetzt rauche ich nur mehr, jetzt dampfe ich. Und das geht irgendwie. Geht, aber. Deswegen brauche ich auch kein Feuer mehr. Ja, dieser Sabine Habels sagt, hallo Zunk, ich bin sehr traurig über den Ausfall Wales. Na, da waren eh alle sehr traurig. Man hat ja dann auch in die Tribüne eingesehen. Das war ja Wahnsinn, wie entsetzt und deprimiert die Menschen waren. Aber ich meine, er ist eh schon so wahnsinnig weit hinten gewesen. Na, dann hat er sich halt noch niedergelegt. Ah, es war einfach nicht das Wochenende vom Valentino Rossi, aber trotzdem, Sabine, man, das Rennen war doch so wahnsinnig gut, so irrsinnig spannend. Ich weiß schon, wenn dann der Favorit oder beziehungsweise der Ausfall, zu dem man halt irrsinnig haltet, dann hat man vielleicht ein bisschen weniger Spaß beim Zuschauen. Aber das Rennen war unfassbar. Das war ein unfassbares Rennen und es ist mehr oder weniger schon. Der Horst Stöckl, wo hast du denn gespielt, dein Pilar? Na, das Turnier ist gewesen. Im ersten Floridsdorfer Billardclub. Du, die haben das Turnier ausgerichtet. Aber du, Horst, ich glaube, das wird jetzt einfach nicht wahnsinnig viele interessieren. 5 Mannschaften haben gespielt und wir haben es gewonnen und sind dadurch spielberechtigt, also steigen in die nächste Klasse auf. Aber bleiben wir beim Rennen. Das ist eher Wahnsinn. Das ist nämlich schon von Anfang an, ist irgendwie ganz, ganz mörderisch zugegangen. Nämlich beim Start. Der Dovizioso hat einen Start hingelegt, der ist von 9 auf 3 vorzogen. Das war unfassbar. Der Marquez ist auch super gestartet und also der Quartararo und der Morbidelli, die sind nicht gut gestartet. Die sind gleich mal hinten gewesen, glaube ich, 9 und 10. Aber zum Beispiel der Pol Espargaro auf der KTM, der glaube ich auch vom 11. weggestartet ist, na, der ist schon 7. gewesen in die ersten Runden. Also es war ein Traum. Das war für einen Österreicher, war das natürlich ein Traum und so wie die Herzen einfahren, glaube ich, taugt das vielen. Ja. Pol Espargaro mit der Werks-KTM am 7. Platz. Und das mit dem Pol Espargaro, das kann ich vielleicht auch noch gleich noch vorwegnehmen, bevor wir uns da an die Spitze setzen. Der ist ein wirklich tolles Rennen gefahren. Letztendlich ist er 9. geworden, sogar vor diesem Fabio Quartararo. Das ist ein wirklich super Form Juan Mir, finde ich auch großartig. Ja, vorn Lorenzo. Der Lorenzo ist mit der Repsol 13. geworden. Das ist natürlich irre. Ja, und deutlich vor dem Miguel Oliveira und ich meine den Sarko, den sie dort quasi als Einser einkauft haben, na, den hat er vernichtet. Der Sarko ist 17. geworden mit 40 Sekunden Rückstand. Und ich glaube, der Pol Espargaro hat auf den Sieger, was hat er verloren? 13 Sekunden? Vielleicht 16. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. 13 oder 16 Sekunden. Also wirklich nicht viel. Also der ist echt super. Und der ist in der Weltmeisterschaft, glaube ich, 10. mit irgendwie 38 Punkte. Und das sind ja nur die ersten 5. Die sind bis 70 Punkte und dann macht es einen Sprung auf 40, obi. Und da kommt er schon. Der Pol Espargaró, also das ist wirklich, das ist echt ein Traum, was der heuer macht. Und der Sarko, der ist halt so wie der Lorenzo, ein echtes Trauergespül. Das weiß ich nicht. Was da los ist, das weiß ich nicht ganz genau, aber die werden sich halt mit diesen neuen Maschinen nicht zurechtfinden und werden dann noch nicht voll Feuer geben, weil die halt nur voll Feuer geben, wenn sie auch glauben, dass was ausschaut. Und momentan haben sie halt nicht das Gefühl, dass was ausschaut. Es ist für den Lorenzo meiner Meinung nach schon peinlich, aber gut, der hat das ja bei Ducati auch gemacht, ein Jahr lang, und für den Sarko ist aber eigentlich auch peinlich. Also das überrascht mich ein bisschen, dass der sich da jetzt so zurückhaltet, aber andererseits, es hat auch keiner was davon, wenn er sich mörderisch auf die Pappen und in den Gips legt. Also ist eine schwierige Geschichte. Auf alle Fälle, wo es nicht schwierig war heute, und das waren die Ducatis. Das war einfach ein Wahnsinn, wie die marschiert sind. Das ist so leibend gewesen. Also der Dovizioso,
der Petrucci und der Miller. Mörderisch. Einfach mörderisch sind die gefahren. Hat man einen ganz, ganz großen Spaß und ganz große Freude gemacht. Und sie haben sich auch untereinander ganz schwer besorgt. Ganz schwer haben sie es besorgt. Sie sind Wahnsinn gewesen. Und was aber auch noch war, und das war, glaube ich, erstmalig, dass diese Ducaten auf der Geraden, normalerweise sind die auf der Geraden der Mugello, die sind einfach jeden über dem Hörer gefahren, da hat es überhaupt nichts gegeben, und diesmal hat aber die Honda hat mithalten können. Die Honda hat mithalten können und slipstreamen, was ja ganz geil ist. Ich meine, im Fernsehen schaut das nicht so müde aus, aber ich bin dort einmal gefahren, in dem Mugello, und ich glaube, ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, gefahren 290 über, das ist ein ganz leichter Linksknick da oben, bevor man diese Rechtskurven abbremst. Und ich bin dort gefahren mit 290 und war mental am Ende. Da haben wir gedacht, na Wahnsinn, das ist ja so irre. Und ich bin natürlich gefahren ohne Feindberührung. Einfach so selber halt so ein Testen. Und in der fünften Runde habe ich halt einmal stehen lassen und habe geschaut, und ich glaube 92 habe ich da drauf gehabt, und das war fürchterlich. Und jetzt nageln die dort oben mit 340, 350 und so wie die Seite teilweise war, zu viert nebeneinander. Ja, und was dann noch dazu kommt, ich habe halt den Anker werfen können, so wann ich glaubt habe, naja, jetzt bremse ich halt, bevor mir das da ein bisschen zu knapp wird, die aber nicht. Die können nur bremsen, wenn sie glauben, der andere bremst früher. Dann können sie einsackeln. Und das ist was, also das ist so eine irrsinnige Stelle. Und deswegen ist halt auch dieses Mugello, abgesehen davon, dass diese Radien wahnsinnig toll sein und dass diese Strecke in also einem schönen Kessel drinnen liegt, ist es einfach so, dass diese Stelle, dieses Startziel mit dem Linksknick und wo es dann die Rechtskurven anbremsen, na, das ist einfach, gibt's diese unglaublich leibenden Überholmanöver. Das ist ein Traum. Das ist wirklich ein Traum. Und ich meine, durch den Windschatten, gewaltig. Ja, und da kommt noch jetzt dazu, der Alex Rins. Der ist ja, glaube ich, überhaupt nur als 13. gestartet. Der ist aber relativ schnell vorn dabei gewesen. Also der muss einen Mörderstart hingekommen und ist dann gefahren wie der Teufel. Der war einfach großartig. Und der hat schon einen irrsinnigen Topspeed-Nachteil gehabt. Das heißt, seine Maschine war nicht stark genug für das Slipstreaming, also fürs Overdecken, dass er überholen kann aus dem Windschatten, sondern er hat es eigentlich nur im Windschatten halten können und ist aber das ganze Rennen vorn in der Spitze dabei gewesen, hat, glaube ich, kurz sogar mal geführt und hat auf alle Fälle ganz, ganz mächtige Überholmanöver gemacht. Also der hat den Marquez 2-3 Mal überholt, war ganz leibend. Und immer so, dass man sich dachte, boah, da bist du deppert, wieso ist denn der jetzt schon vorbei? Schau. Und dieser Alex Rins, da dürfte es halt so sein, da gibt es auch ganz starke Sympathien, hat jetzt einen blauen Ozean gegeben, mörderisch viel blaue Daumen. Das finde ich auch großartig, weil das ist also so ein kommender Junge, der noch dazu ein bisschen auf ein Motorradl sitzt, was jetzt nicht, weiß ich nicht die erste Liga ist, diese Werk Suzuki. Wobei ich glaube, na, so schlecht wird die Maschine nicht sein. Die wird schon ganz gut sein und der Rins ist halt ein wahnsinnig guter Fahrer. Und das zum Beispiel ist eine wahnsinnige Freude, dass Suzuki da jetzt bei diesem Wettrüsten, weil das ist natürlich schon wahnsinnig viel Kohle im Spiel, dass du dann einen Weg gefunden haben, wieder mitzumachen und vor allem vorne mitzumachen, weil es hat ja keiner was davon, wenn du unter ferner Liefen fährst. Und das ist halt, Yamaha hat momentan ein bisschen das Problem, dass da ein bisschen unter ferner Liefen reinfallen. Also wie ist denn das ausgegangen dort überhaupt? Wobei, die beste Yamaha ist der Vinales gewesen als Sechster, der hat aber nie einen Kontakt zur Spitze gehabt. Hat er einfach nicht gehabt. Und dann ist gewesen 10. der Quartararo, der Junge, der ein wahnsinnig guter Fahrer ist. Ja, und der Morbidelli ist ausgefallen und Il Dottore ist leider auch ausgefallen. Also insofern war das noch eine mächtige Packung für Yamaha. Und der Siegfried Hammerl sagt, der Rins auf der Suzuki ist heuer the man of the season. Ja, der ist wirklich super. Ich finde auch, das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Und der ist jetzt in der Weltmeisterschaft
ist er immerhin Dritter mit 88 Punkten. Es führt natürlich der Marquez mit 115, vorn Andrea Dovizioso mit 103. Und dann kommt eben schon der Rins mit 88 und hinter dem Rins kommt schon der Petrucci, der heute ein mörderisches Rennen gefahren ist, mit 82. Ja, und dann kommt der Rossi als beste Yamaha mit 72 und dann kommt eben der große Sprung schon, dann geht es glaube ich weiter bei 42, 40 oder so. Also dort, die glaube ich haben schon keine Meter mehr. Also die Weltmeisterschaft machen sie. Aber ich glaube, man kann sagen, die ersten Vierer machen sich das aus. Ich fürchte, Rossi mit die 72 ist auch schon nicht mehr dabei. Fürchte. Alle Rossi-Fans mögen mir diesen Pessimismus entschuldigen, aber ich glaube es nicht. Und in Wirklichkeit, die ersten Vierer, also der Marquez, der Dovi, der Rins und der Petrucci, die haben, glaube ich, wirklich noch Meter, weil der Petrucci, ich meine, der hat jetzt das Siegen gelernt. Das war, glaube ich, sein erster Sieg. Der hat auch wirklich dagegen gehalten, ist fair gefahren, aber ich meine, das ist ja das Leibniz, da gibt es keine Stallorder. Also da wird noch keiner angefunkt, da lasst ihn ins Viere oder irgendwas. Nein, der Dovizioso und der Petrucci, na, die haben sich einfach besorgt. Volle Granate. Und der Marquez hat dagegen gehalten, was nur gegangen ist. Und hat dann noch ein wirklich geniales Manöver gesetzt. Wirklich geniales Manöver gesetzt. Und der Alex Rins, wenn der auf der Krone ein bisschen schneller gewesen wäre, na, dann hätten sie sich müssen fest anhalten, weil im Winkelwerk ist der gefahren, bist du deppert. Und auch komplette Entschlossenheit. Und er hat es aber nicht übertrieben, hat es nicht weggeworfen, sondern ist halt den vierten Platz, also das, was möglich war, das ist er eingefahren. Und also, der hat mir eine ganz, ganz große Freude gemacht. Eine große Freude hat mir dieser Jack Miller gemacht, ist gefahren wie der Henker, wie der Mordbrenner von Arkansas. War Wahnsinn, Wahnsinn. Und auch schonungslos. Ne? Wenn irgendwas ein kleines Tierl offen war, ist er reingefahren, dann ist er wieder überholt worden, hat er wieder zurück überholt. Also dort hat es einfach Überholmanöver gegeben, ohne Ende. Das war irr. Einfach ganz, ganz super. Mit teilweise so ein bisschen so Berührungen. Und trotzdem ist immer alles meiner Meinung nach fair runtergelaufen. Der Christoph Acker, jetzt hast du aber erst zugeschaltet, oder? Wo waren die KTM? Der Pol Espargaró, er ist nicht gut gefahren und letztendlich als Neunter ins Ziel. Als Neunter ins Ziel. Und über die anderen haben wir uns auch schon ausgelassen. Da müssen wir nicht mehr so viel reden. Das, ja, Sarko ist ein bisschen Masernheit. Und der Oliveira, gut, das ist die erste Saison, aber die sind schon. Ja, der Tomislav Mladenovic, ich freue mich immer für den Krimi in Kiewera, an dem schon einige gezweifelt haben. Wirklich haben sie an dem schon gezweifelt, Tomislav? Das glaube ich gar nicht, oder? Schau, schau, schau. Komm her, Gianni, komm her. Eine ins Bild mit dir, wenn die da schon. Schau, schau, schau. Ja, da kannst jetzt eine. Also, na, der ist nämlich ein Wahnsinn, der. Aufpassen. Ja, weil der Giancarlo Pinzetti, der haut da, wenn er nicht aufpasst und ich lasse den Laptop aufgeklappt, dann mit die Krallen haut er mal diese Blättchen runter mit die Buchstaben drauf. Das heißt, ich habe dann in der Tastatur nur mehr das Metall. Das ist echt der Wahnsinn. Irgendwann habe ich es gehört. Man dachte, na, was ist denn das Komisches? Na, da hat er schon drei draußen gehabt. Das B, das X und das W. Hat er schon? Und ich meine, Gott sei Dank bin ich bei drei draufgekommen und habe das dann wieder draufklippen können, weil wenn der dort raushaut, Zähnen, dann finde ich das nie mehr. Das ist wahnsinnig schlimm. Ja, Gianni, du bist jetzt schuld, dass ich schon wieder nicht über das MotoGP geredet habe, sondern wieder eine Verzettelung. Du bist schuld. Ja, ich mache mir dann immer so ein bisschen Notizen. Das ist vielleicht, weil ich schon beim Zuschauen, glücklich, ich mache mir immer Notizen,
Weil ich sonst, ich schaue das also normalerweise schaue ich dort einfach zu, wie ein Noah komplett gefangen und bis das Rennen dann aus ist, kann ich mich an viel gar nicht mehr erinnern, weil ich es zwar so intensiv erlebt habe, aber da kommt ja immer gleich das Neiche und deswegen schreibe ich da jetzt immer ein bisschen mit, dass ich dort ein bisschen den Ablauf dann noch im, ja, und zum Beispiel, das ist eben ganz wichtig. Da, warte mal, wie ist das? Ja, genau. Der Dovizioso hat geführt. Der Dovizioso hat geführt, geht in der ersten Kurve weit. Und der Rins und der Petrucci sind beide eingefahren. Sind beide eingefahren, waren vorn. Und dann ist es so gewesen, dass der Rins geführt hat. Der Rins hat geführt und nach der Startziel, also dort, Windschatten, Blasen alle, volle Granaten, ob was geht, ist er Vierter gewesen. Also beim Einlenken tut er es wirklich zu viert auf diese Kurven hin, mit diesem Wörternagel und haben eingelenkt und der arme Hund mit der Suzuki ist Vierter gewesen. Erster, als Erster ist auf die Gerade rausgefahren und als Vierter ist er dann aus der ersten Kurve rausgekommen. Das war natürlich ein Wahnsinn. Und wo man aber auch schon gesehen hat, also das Backerl dann, der Petrucci, der Dovizioso, der Marquez, der Rins, der Miller und der Crutchlow. Das war so ein Sechser-Packerl, die sind relativ lang gemeinsam gefahren. Und irgendwann hast du gesehen, dass der Marquez, ich sage immer Marquez heißt Graf und der Typ heißt aber Marquez, weil es kein Graf, Marquez. Irgendwann wäre es schon richtig, das sagen vielleicht automatisch. Wenigstens fällt es mir auf, wenn ich es falsch sage. Aber es dauert, es ist hartnäckig. Es ist wirklich hartnäckig, ja. Auf alle Fälle, der Marquez ist beim Dovizioso, hat sich in den Windschatten reingehauen und hat den genommen auf der Geraden. Das war Wahnsinn. Und da habe ich schon gewusst, oha, vorletzte Runde, wenn er nicht vorne ist, der Marquez, na, dann hat er alle Meter, weil das, die Honda ist stark genug. Honda hat echte Leistung drinnen gehabt. Ja. Und dann ist gefahren auf einmal der Miller an fünfter Stelle hat's geheißen, Miller fährt schnellste Rennrunde. Und ich meine, der hat so gut ausgeschaut auf dem Motorrad, das war ganz lässig und ich habe mir nur gedacht, na, da schauen wir mal, was der noch auffährt. Und dann zwei Kurven später, los sei da, weg ist er gewesen. Weg war der Miller. Und ab diesem Zeitpunkt, das war so ungefähr 8 Runden vor Schluss, hat es nur mehr Viererpackerl gegeben. Da hat es eben dieses Viererpackerl gegeben mit dem Petrucci, Dovizioso, Marquez und Rins. Und die hinten, na, die haben schon zu viel Abstand gehabt. Also da hat man gewusst, das Podium wird unter diesen vier ausgemacht. Ja, und dann, was der Kratzschlo gehabt hat, weiß ich nicht, weil der Vinales hat dann relativ locker noch den Kratzschlo, der war schon dann schon weiter hinten überholt. Und der zweite Honda-Fahrer, der Nakagami, der ist dann auf einmal Fünfter gewesen. Ah, ohne Chance auf diese Viere fahren, aber immerhin, der hat sich ja dann im Ziel wahnsinnig gefreut, weil das, glaube ich, ist das beste Ergebnis, was er je eingefahren ist. Und er war auf alle Fälle die zweitbeste Honda. Also er war besser wie der Crutchlow. Was ist denn der Crutchlow geworden? Achter und Lorenzo 13. Also, fürchterlich. Fürchterlich. So, was habe ich dann noch? Ja, und dann ist es eben so gewesen. Ei, mein Gott, jetzt habe ich eine Seiten zu ich war nicht übersprungen. Was ist da noch drinnen, was da super war? Na, das passt, glaube ich, eh. Das passt, glaube ich, eh gut. Ja, hau die hin. Ja, und dann ist auf alle Fälle in diese letzten 2 Runden gekommen und das war einfach so. Ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, immer gedacht, der Marquez hat sich dort meistens so an dritter Stelle aufgehalten oder an zweiter Stelle aufgehalten und ich habe das Gefühl gehabt, na, der will nicht Viere auf der Geraden, weil er wahrscheinlich ganz genau weiß, bis zur Geraden kann er sich wahrscheinlich hinten halten, die Ducatis, wenn er super fährt, aber wenn er dann auf die Gerade kommt, na, dann kommt der Windschatten und dann fressen sie beide. Und deswegen war mir ziemlich sicher, dass der jetzt hinter diese Ducatis nachfährt. Den Speed ist er relativ locker gehen können, das hat man gesehen. Und dass er, bevor die letzte Runde angeht, dass er dort
auf der Geraden aus dem Windschatten ausgefahren und vollstreckt. Und genau das hat er gemacht. Und ich so quasi als Sehender hab da im Sessel getobt und mir gedacht, ja, Wahnsinn! Und das ist ja so eine unfassbar arge Stelle, dieser Linksknie, wo es dann drüber nageln, volle Granate. Und er schafft es wirklich. Er schafft es wirklich. Allerdings kann er die Bremsen nicht ganz halten und geht, muss ein bisschen weit gehen. Und der Dovizioso, der ja schon diese Manöver vom Marquez ahnt wie kein anderer, der hat sich schon hergerichtet, dass er innen reinfährt, nur der Petrucci, der ist noch weiter innen gewesen. Der ist noch weiter innen gewesen und jetzt waren auf einmal waren diese drei Motorradeln so, dass jeder auf dem anderen draufgelegen ist. Und wie der Dovizioso dann merkt, scheiße, da innen ist ja noch der Petrucci, ich kann nicht weiter, hat er müssen so ganz leicht aufmachen, hat den Marquez angegeben und ist dadurch einfach zurückgefallen. Also der ist mehr oder weniger, hat er müssen ein bisschen nachlassen, sonst hätten sie die drei, na vielleicht hätten sie alle drei ausbreitet und dann hätte er Rins gewonnen. Weiß ich nicht ganz genau. Auf alle Fälle hat er müssen ein bisschen zurückstecken, der Dovizioso, und das hat gereicht, dass er dann im Endeffekt als Dritter ins Ziel gefahren ist. Aber das war so unfassbar lässig. Also es war ein richtig spannendes, wahnsinnig tolles Rennen. Ja. Rick Lowak, zerstört sich der Lorenzo eigentlich selbst? In Spanien wird doch bald keiner mehr nach ihm krähen, wenn Marquez und Rins die spanische Meisterschaft ausfahren. Na, Rick Lowak, also ich glaube, so populär wie der Marquez ist er sowieso nicht, aber der hat schon so wirklich Großes gezeigt. Momentan läuft es ihm halt nicht, aber nachdem er das jetzt bei Ducati schon so demonstriert hat, dass er dort eine Saison unter ferner Liefen gefahren ist und in der zweiten Saison, also in der zweiten Saisonhälfte der zweiten Saison, dann auf einmal ein echter Siegfahrer war, insofern. Also ich bin mir sicher, der wird noch in die Gänge kommen, aber offensichtlich, und das hat mir der Herr Berger vor 2 Jahren schon gesagt, der Lorenzo braucht offensichtlich relativ lang, bis er sich einstellt drauf, auf ein neues Material. Ja, und er hat möglicherweise angenommen, dass diese Honda ähnlich sein wird wie die Yamaha, das hat aber der Herr Berger auch schon gesagt, nein, das ist ganz anders. Und das dürfte halt so sein, und das dürfte nur ein bisschen überraschen, und da dürfte er einfach nicht zurechtkommen damit, aber ich bin mir sicher, dass er das noch schaffen wird und dass der noch groß aufzeigen wird. Momentan ist er trauergespürig, da gebe ich dir recht. Momentan ist es dramatisch, aber ja. Ja, was ist jetzt da mit meinem? Soll ich jetzt die Maus holen oder was? Muss ich jetzt die Maus holen oder kann ich da? Nein, kann sein. Ich bin so wahnsinnig gut geworden technisch. Das kann ich sogar mit den Tasten tun, das ist unfassbar. Ja, Frank Schulze, am meisten hat mich der Kommentar von Alex66 erschrocken, als er meinte, wenn der Doktor in dieser Kurve abfliegt, ist das Gefühl für das Motorrad echt nicht da. Ja, Frank Schulze, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich meine, die fahren so wahnsinnige Schräglagen. Und ich meine, dann fliegst du halt einmal hin. Das ist übers Vorderrad eingeworfen. Ich meine, das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Das kann ich nicht beurteilen, aber ich meine, ja, Bernard Hosmoder, die WM macht sich nur der Markt mit sich selbst aus. Das hätte ich bis vor dem Rennen auch gesagt, aber jetzt muss ich sagen, die Ducatis, die waren eine Macht. Die waren wirklich eine Macht. Und ich meine, was dann schon ist, glaube ich, also insofern ist es dann schon eine Mannschaft, wenn dort der Dovizioso und der Petrucci, na, die werden natürlich schauen, dass die Honda im Griff haben. Und deswegen wäre es so wichtig, dass Honda eine zweite Maschine vorn dabei hat. Aber die haben ja keine vorn dabei, sondern es ist eben nur der Marquez auf sich allein gestellt, aber sonst kannst du den schon ein bisschen dicht machen. Den kannst du schon ein bisschen abschotten. Also insofern, und die Ducatis marschieren mörderisch und die 2 bis 3 Typen gehen auch mörderisch gut damit um. Ja, und das Geilste, der Testfahrer,
Der Daniele Pirro, ich meine, der ist Siebter geworden. Siebter! Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich, ja, das ist ja ein Traum. Also, diese Ducatis, die sind, glaube ich, wirklich extrem gute Motorradeln geworden. Also, die sind nicht nur jetzt wahnsinnig stark, wahnsinnig schnell, sondern du kannst offensichtlich jetzt da richtig gut Kurven fahren damit. Und insofern ist das nicht ganz so agmatisch gewesen, glaube ich. Also heute zum Beispiel noch gewinnen, er hätte sicher gern gewonnen, der Marquez, aber das hat er einfach nicht geschafft. Da war die Ducati besser. Ja, und hinten im Knack hat er noch eine Ducati sitzen gehabt. Ja, also insofern weiß ich das gar nicht. Also bis zu dem Rennen hätte ich das gesagt, ja, ganz, ganz locker. Fährt er sicher haben, aber jetzt ist schon ein bisschen eine Würze drinnen, finde ich. Und das sage ich jetzt nicht, um diese Spannung künstlich hochzuhalten, sondern das glaube ich tatsächlich. Also wenn die weiterhin so performen wie da im Mugello, na, dann ist das schon noch spannend. Aber was hat er jetzt? 150, also er ist 12 Punkte vorn Dovizioso. Gut, vorn Petrucci, das ist viel. Das sind, glaube ich, schon 33 Punkte. Nur der Petrucci hat jetzt den ersten Sieg eingefahren. Und das ist schon immer so, dass bei so einem Fahrer dann der Knopf aufgeht. So quasi, der lernt das Gewinnen. Der kriegt jetzt hat diese Überzeugung eingepflanzt, ja, ich muss nicht irgendwo dahin fahren, sondern ich kann das gewinnen. Ich bin gut genug mit der Maschine, dass ich es gewinnen kann. Und wenn das einmal im Schädel, wenn sie das verankert, dann glaube ich, also, Petrucci wird uns noch viel Freude machen, hoffe ich. Schau, der Stefan Uhrmann ist ein Wahnsinn, der Clockman. Mir kommt es fast so vor, als würde Yamaha das Motorrad für den Vinales entwickeln. Kann ja nicht sein, dass die Fuhre immer schlechter wird. Ich fürchte aber, Stefan, das ist umgekehrt. Die werden es für den Rossi entwickeln und das wird dem Vinales nicht super taugen. Ich bitte. Auf alle Fälle ist das tragisch. Das finde ich echt tragisch. Da muss ich mit dem Herrn Berger, kann ich bald ein Interview machen, da muss ich ihn fragen, weil das ist wirklich eindeutig. Der Markus Huber sagt, glaube ich, dass der Dovizioso schon ein bisschen sauer war auf den Petrucci, das glaube ich nicht. Das kann man nicht vorstellen, weil der Petrucci ist ja mörderisch gefahren. Der ist mörderisch gefahren und ich meine, er ist jetzt nicht unfair gefahren, er hat halt dort noch so eine Lücke gesehen und ich glaube, dem Dovizioso ist das vollkommen klar, dass das ein richtiger Rennfahrer ist, der gewinnen will. Ja. Ich glaube nicht, dass er auf den sauer ist. Glaube ich nicht. Aber vielleicht irre ich mich. Ja, der Christoph M. den 10. Weltmeistertitel würde ich dem Rossi schon noch gönnen. Es wird aber von Jahr zu Jahr schwerer. Ja. Also, heuer wird es auf alle Fälle nicht. Heuer wird es leider nicht passieren. Boah. Der Andreas Danzl sagt, der Tobi hat zurückgezogen im Sandwich. Da hätte er vielleicht draufbleiben sollen. Ja. Ich vielleicht, aber ich glaube, der Dovizioso, das ist ja keiner, der mit der Brechstange fährt. Und der ist da und der hat einfach nicht damit gerechnet. Also er hat gerechnet mit dem Manöver vom Marquez, mit dem hat er gerechnet, aber ich glaube, das, dass eben der Petrucci innen, noch weiter innen reinfährt, mit dem hat er einfach nicht gerechnet und deswegen ist er überrascht gewesen und ist erschrocken, glaube ich. Und dann hat er im Reflex dann halt ganz leichtes Gas gelupft und das war es schon. So ist es. So schnell. Wirklich? Bin ich so weit hinten noch? Da schreibt einer, geil, jetzt geht's um die Katze. Du bist einfach der Geilste. Das heißt, ich bin wahnsinnig hinten noch. Ja, ja, ich sehe schon. Na, habe Tere, Litanei. Ja, bravo. Ja. Die Katharina Borsch sagt, Grüße aus Saint-Maxime. Habe heute selber MotoGP gemacht, vom Genfersee bis hierhin. Jawohl. Bravo, Katharina. Jawohl. Aber schau dir das Rennen noch an. Das kannst du eh nachschauen, weil das war mörderisch. Das war wirklich mörderisch. Ich tippe dort herum. Ich tue halt so, wie wenn ich mich auskennen tät. Turbotom, no live, steht schon da, aber zu den Antworten sehe ich keine Fragen.
Ja, das ist ein Traum. Das ist eigentlich herrlich. Ja? Aus den Antworten sehe ich keine Fragen. Das ist fast philosophisch. Ja. So, na gut. Freunde, jetzt bin ich da zwar obekupft zu den aktuellen Fragen, aber das sagen wir relativ wenig. Der Andreas Kucher fragt, sind wir live? Ja, wir sind live. Gruß aus Regensburg. Der Roger Pinkert, erster Sieg daheim, ist ein Traum, das stimmt. Das muss wahnsinnig toll sein für den Petrucci, ja. Ja. Wirklich? Das weiß ich gar nicht. Roman Gabriel sagt, neun Schräglagenrekord hat es, glaube ich, auch gegeben. Wie viel legen Sie um? 70? Aber so 67 Grad, glaube ich, legen Sie um, oder? Ja. Was ist mit dem Turbodom? Der Turbodom? Ist der Zonko in einem anderen Chat, oder wie? Na, der ist eh da. Du Turbodom. Das Problem ist, dass diese Kommentare erstens ein bisschen zeitversetzt reinkommen und du siehst eh, da stehen jetzt oben 153 Kommentare. Ich der Bock natürlich nicht alle. Das ist der Bock nie. Das ist immer so eine kleine Auswahl. Du darfst nicht verzogen. Du darfst nicht verzogen. Schau mal zum Beispiel den Helmut Zischka, den lese ich jetzt vor. Servus, die Madeln, grüß euch die Buben. Heinz Konrads. Jawohl. So schaut es nämlich aus. So. Der Andreas Wagner. Rennen absichtlich sausen lassen, bin lieber Moped gefahren. Na, das mag ich aber nicht, dass das dann wegspringt. Bin lieber Moped gefahren. Gut, dass es die Analyse samt Verzettelung gibt. Ein Traum. Ich danke mir, Andreas. Jawohl. So, jetzt hupfe obi zu die aktuellen. Dunkel bei dir, Zonko? Sagt der Sascha Rahn. Na, im Hintergrund ist dunkel. Ja. Schau, es ist ja wirklich dunkel geworden. Das ist ein Wahnsinn, wie lange habe ich denn schon? Wie lange rede ich schon? Na, es ist schon wieder eine halbe Stunde. Na, ich habe so lange geredet, bis es dunkel geworden ist. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Der Horst Stöckel muss im Morgen früh wieder mal Hyper anstarten. Joi, für Ducati ist wirklich ein Traum. So, Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. MotoGP 2019, einfach ein Traum. Ich glaube, 2018, das leibendste Rennen war, glaube ich, Assen. Dort ist es abgespielt, dass ich glaube, da bin ich ohnmächtig. Da sind sie in der Sand fünf Packerl gefahren. Aber das heute, das war schon wahnsinnig toll. Das war wahnsinnig toll, irrsinnig spannend. Und ja, der Doktor und Yamaha, die haben halt leider nicht so einen leibenden Tag gehabt. Aber wie heißt es immer? Wie heißt denn das in Wirklichkeit? Einmal der, einmal der, einmal das Pinky, einmal das Punky, irgendwie so, gell? Freunde, ich freue mich über den blauen Ozean, den ihr mir reingeschickt habt. Gianni, willst du nochmal ins Bild? Kommst du nochmal ins Bild, Gianni? Verabschiedest du dich? Ja, komm, verabschiede dich. Ich hole euch noch den Gianni und bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, aber er muss sich noch verabschieden. Ein bisschen Anstand muss ich ihm beibringen. Ich hole ihn euch. Aber nicht wieder das von der Tastatur aushauen, gell? Nicht wieder raushauen. Na gut. Ciao, Papa. Grüß euch.